Tom, was macht dein Hund eigentlich ständig bei Nico? Nicht ständig, aber Nico ist ja Patentante von Lisa. Ja. Und jetzt musste ich gerade unten mit so einem Techniker sprechen. Und jetzt habe ich den Hund da einfach eingesperrt und habe den Kauf noch gegeben, damit er nicht über Nico herfällt. Weil weißt du, du kommst dann da rein und dann sitzt er so an Nicos Oberarm. Und nee, aber er ist die offizielle Patentante von ihm. Achso. Aber weißt du was? Ich habe noch nichts geschenkt gekriegt. Doch, hat sie wohl. Doch, der hat ihm was geschenkt. Kann ich das zurückziehen? Können wir das rausschneiden? Wir haben alle was an der Waffel heute. Was ist denn mit dir? Guck dir das Eichhörnchen an. Das ist ja, was ist denn hier eigentlich, was ist hier eigentlich los heute? Das ist zum Beispiel ein Bild, wenn du zu viel Veteran hattest. Dann, liegst du mit einem buschigen Schwanz neben deinem Glas. Apropos, was machen wir denn heute für eine Alkoholgeschichte? Welche Alkoholexzesse haben wir denn noch so hinter uns? Viele. Allerdings richtig, richtig viele. Ich weiß noch, pass auf, kleine Anekdote von mir heute mal. Ja. Bei uns war das mal früher, ich bin ja in Westerstede aufgewachsen und mein Elternhaus und so war in Westerstede. Und da sind wir immer zum Zopp, ne? Zentraler Omnibusbahn, kennen ja viele nicht mehr. Und Fahrrad dahin und einen schäbigen Gaul dahingestellt und dann rein in eine Nachteule und dann dahin und dann. Und dann wieder zurück. Manchmal auch Sperrhahn mal aufgerissen. Richtig. War richtig ein in die Rüstung gerömert. Ja. So. Und dann, manchmal hat man auch ein anderes Fahrrad mitgenommen. Die sahen ja auch alle gleich aus, so rund und so. Und dann bin ich nach Hause gefahren und dann habe ich es nicht ganz geschafft. Ne? Wir haben vorher, muss ich dir vorstellen, so die Auffahrt und hier stand so eine 2 Meter hohe, ja, gar nicht, 1,50 Meter hohe Thuja-Hecke. Wolltest du das Viech hier nochmal wieder haben? Oder? Ja, stell doch mal hin. Und so eine 1,50 Meter hohe Thuja-Hecke. Und dann habe ich wohl die Kurve auf Aufwand nicht ganz geschafft. Vorne Reifen da rein und Tor mit dem Kopf da drin. Und dann habe ich natürlich erstmal geschlafen, musste mich von dem Unfall ja wieder erstmal erholen. Und dann kommt mein Alter aus dem Nachtdienst und dann trocken wie er war. Ey, wir haben auch Betten! Und ich hatte überall diese ollen fiesen Thuja-Viecher gesehen. Vor den Ausschlag schon, weil die sind ja auch giftig. Meinst du, da kann Wolle mitreden bei solchen Storys? Auf jeden Fall. Party-Stories wollen. Hast du mal hier den Hund schon aufgenommen? Der ist abgerichtet auf Vertreter. Ja, habe ich. Darf mich nicht bewegen, weißt du? Ansonsten greift er mich gleich an. Beißt mir die Das, Hunde. Was sie da in der Schnauze hat, ist übrigens alles Vertreter. Das ist mein Zielknochenmesser. Wolle, was ist es mit deinen Geschäften bei Ronny? Ja, die kommen jetzt. Die Kappen. Das läuft jetzt gleich. Ich hab, er hat ein Lächeln auf den Lippen. Und, dann ist er eigentlich. Ich bin ein guter Dinger. Die Kappen. Guck mal, der hört aufs Wort, nämlich aufs Erste. Nee, du kannst jetzt nicht zu deiner Patentante. Ist das deiner oder? Dem gehört der Hund. Nee, der ist mir zugelaufen. Was eine blöde Frage. Wirklich. Ach so, der kann ja auch hier Nico gehören oder heute Morgen. Das war ein Würth-Vertretergeschenk. Ja. Heute Morgen saß sie einfach auf dem Beifahrersitz und hat gesagt: Ich komme mit im Büro. Na, natürlich ist das meine. Die guckt da nicht in die Augen, guck. Ich weiß, also, ja, ich sie hat gefressen, gesagt, aber man was ist da denn für ein brauner Fleck auf der Decke? Hat er da hingeschissen oder? Nee, er nicht, aber ich. Was ist das? Eine Sie? Eine Sie? Ja. Na, so tief habe ich noch nicht geguckt. Nee, aber da kannst du nicht mit um. Ne? Hast du das in der Menschenwelt auch so, dass du oft mal wahre Liebe gibt es ja nur unter Männern. Ja. Männer. Und ich muss dir vorstellen, ne? Wolle kommt so irgendwo zu Besuch, dann sitzt da die Frau von dem Kunden und so, und was macht er hier? Oh Mann, ey, ein taktloser Kumpel, ey. Wolle, du kriegst auch wieder nur Breitseite heute. Nee, das stimmt ja gar nicht. Nee, das stimmt ja gar nicht. Torben ist mir immer gut gesonnen. Da muss ich ehrlich sagen. Er hat immer ein nettes Wort für mich über, lobt mich auch hin und wieder, ne? Empfiehlt mich weiter. Das habe ich das so tatsächlich getan. Also, da muss ich ehrlich sagen, Torben ist hier meine Stütze in diesem Unternehmen. Wolle, was willst du? Ich wollte mich ein wenig einkuscheln. Also, nee, kann ja sein, dass du irgendwas Spezielles von mir möchtest. Nö. Wie viele Geschäfte hast du schon abgeschlossen? Reichlich. Ja. Aber ich wollte eigentlich das Fundament, wollte ich eigentlich hier legen noch. Für Weihnachten. Und heute Nachmittag wollte ich nochmal drauf aufbauen. Ja, dieses Fundament. Ja. Also, du wolltest jetzt mal richtig großen Türen mit einsteigen. Da können wir uns drüber unterhalten. Ja, also nicht um die Tür, aber da, womit du das Ding festkriegst, da könnten wir uns drüber unterhalten. Ihr habt Bandaufnahmen und Bänder? Nee. Schläge haben wir gar nicht. Oder Bänder. Schläge.
Ja, meine ich doch. Ja, dann wird es wirklich schwer, weil, also man kann die zuspaxen. Hast du? Die Frage ist, ob die Kunden langfristig mit der Lösung zufrieden sind. Wenn die da so dran rumrufen. Ja, das ist auch ein Fluchtweg. Du hast eine gute Schulung gehabt, ne, bei Ron hier, ne? Ja. Ja. Jeder, der hier ankommt, neu anfängt, der kriegt erstmal 2-monatige Schulung von Ron. Kannst du mir gefallen tun? Kannst du den Chef mal fragen, was er beruflich macht? Was er beruflich macht? Glaube ich, weiß ich auch nicht. Können wir ja mal an die Zuschauer fragen, was macht Ron denn überhaupt? Hat er überhaupt schon mal eine Bewerbung? Käsekuchen. Ach so. Apropos, ach nee, das ist der Sandra. Gedeckter Apfelkuchen ist ja hier sehr beliebt übrigens. Oh ja. Und ich hatte jetzt die Tage einen schönen leckeren Pflaumenkuchen. Mm. Lecker, schön saftig. Volles Geschichte. Vor allem, wenn er Pflaume und saftig ist. Ja, da geht bei dir wieder Ratatouille. Ganz ehrlich, da macht mein FI im Kopf. Ja, ja, so. Kurz vorm Rausspringen. Da wirklich sich wieder an dem euren runden Ding da festhält, kann sich ja sowas nicht raushauen. Wir und der Melon hätten jetzt sofort. Er hat saftige Pflaume gesagt. Liebe Zuschauer, das ist einfach ein Schluck von Mehrensen. Sollten die mal auf den Markt bringen oder wie die alle sollen. Die ganzen ist das hier eigentlich? Ist das ein Seil? Sollte das ein Seil nehmen? Junge, der ist ja bald größer als der ganze Pullover hier. Nicht ziehen, dann geht die Schwimmweste auf. Nein, da geht die Schwimmweste auf. Ach so. Falls ich mal beruflich ins Schwimmen komme. Ja. Wollen wir mal zusammen auf mein Boot? Ich fahr gerne alleine zurück. Ach, wie lange ist das? Wir beide alleine. Ja. Nee, wir können irgendjemanden mitnehmen. So. Aber dann auch mit Halligalli. Ja, so. Ja, das können wir mal gerne machen. Machen wir mal auf. Ja, das wäre ja mal eine coole Sache. Ja. Ne? Das wäre gut. Das du bringst das Boot mit, ich die Getränke. Ja, ich bin fertig. Das Boot ist im Moment im Meer. Ja, ich bin auch fertig. Aber ich Getränke habe ich immer im Auto. Ja, klar. Du schnüffelst du auch mal ein, sonst kannst du dich hier nicht aufhalten. Jack Daniels, Jim Beam. Ich habe alle meine Freunde, lade ich ein. Jo. Wollen wir? Jack Daniels, da bin ich zusammen. Ja, muss ich aufpassen, nicht Kleptomane zu werden, wenn ich da vorbeilaufe. Ron hat ja schon mal einen schönen Koffer von mir bekommen. Mit Cola, mit Laser, mit hier Jack Daniels in einem Koffer. Alles toll. Das hast du bei Ron abgegeben. Musste ich. Wollen wir noch mal, sagen wir mal so, damit habe ich mir einen guten Auftrag erarbeitet. Übrigens, liebe Zuschauer, das kann ich auch mal wieder wenden. Die neuen Damenkalender von Förch habe ich bekommen. Ja, zu Hause, so. Aber ihr habt den Fotografen zu früh bestellt, denn die sind alle noch angezogen. Mittlerweile ist das so, ja. Ja, dann man darf ja nichts mehr zeigen, ist ja leider. Was ist das denn? Ja, man darf ja nichts mehr zeigen. Wollen wir mal einen Kalender machen mit allem Mann? Oh. Schön mit auf Unterhose. Ah, nee. Auf Unterhose mit langen, weißen Ronjo-Socken. Ja, Ronjo-Socken, lieber weg. So Sportsocken. Was ist? Hier, komm mal, hier, guck da, siehst du. Oh, hier, du. Ich weiß nicht, das sind Qualitäten, ja. Du bist halt nur am Reden, Wolli, aber dein Aktionsbuch kommt ja, Wolli ist ja noch geistig noch mit der Wand beschäftigt, mit den Löchern in der Wand. Geistig mit dem beschäftigt, wie die los ne? Ja, das geht schneller, als du gucken kannst. Muss nur sagen, Wolli, ich brauch nichts. Wolli, ich brauch nichts. Hast du schon auf? Ha! Ja, aber dann auch Stufen besser, aber du mir gegeben hast. Nee, du musst das filmen. Er arbeitet endlich mal mit Qualität. Ja, der letzte Schrott ist am besten. Ja, was sagst du zu dem? Letzte Müll ist er. Der letzte Schrott, das ist das Beste vom Besten. Der Beste vom Besten. Warum? Weißt du, wer das schlimm wäre, wenn der morgen jetzt für Hilti arbeiten würde oder für Würde? Dann wäre das Beste. Dann wäre das wieder das Beste. Weißt du, das kann ich nicht ab, wenn mir einer sagt, das ist das Beste vom Besten. Das Beste vom Besten, das kann immer noch das beurteilen wir. Weil wir müssen damit arbeiten. Er verkauft den Dreck nur. Und das mit ihm in seinen scheiß Verkaufsschulungen, die alle so haben, ne? Ja, wo die ja lernen, wie die Firmen zu bescheißen haben oder das Geld aus der Tasche. Ich muss auf Augenhöhe mit dir reden. Weil so, du brauchst gar nichts ablenken. Und so sieht es nämlich aus. Ich kenne die Scheiße. Und das ist bei allen Handelsgesellschaften dieselbe Scheiße. So, ihr müsst die Kohle den Leuten aus die Tasche ziehen. Und das Produkt ist super. Das mit dem Produkt zum millionenfachen Schüler für die ganzen 30 Geld aus der Tasche ziehen. Ich muss leben, mein Junge, leben. Ich muss auch Dinge verkaufen. Ich muss Kinder ernähren, Frau. Alles, ich muss alles ernähren. Verdammt nochmal. Da kannst du ruhig filmen mit deiner Kamera. Das ist alles Top-Qualität, ist das. Lieber Ron hat doch gerade gesagt. Ich würde das gar nicht kaufen. Ich würde das gar nicht kaufen. Gehe ich von aus, weil ich auch eine Meldung gekriegt habe. Jetzt war denn? Guck mal, der macht schon nichts mehr. Ach, Kinder, hast du. So,
So, gleich. Ja, was machen wir denn jetzt? Gleich. Streichen wir noch ein bisschen, pinseln wir das oben noch wieder. Ja, das will Neubau. Neubau, guckt euch das an und schon Löcher in der Wand. Die mir hast du so Gehör geguckt? Da sind Löcher. Ja, hab ich gesehen. Da sind 538 Löcher in der Wand. Hier, da kommt der kann gleich zu Mike fahren. Sieh schon so. Hier. Wer ist der Sieger? Nee. Geht das denn noch? Hier, ja, das ist das denn hier? Da sieht man ja richtig was. Die dürfen das sind meine Kalender. Achso, und solange ach, du in dieser Weltform war, hier gibt es so einen Kalender. Ja, ja, so. Also, ist hier was los. So. Apropos, ich habe gerade schon erzählt, die Kalender sind wieder da. Aber du weißt schöne, ja auch, schöne Völk, aber du weißt ja auch, wie kann das sein? Denn die Frauen regieren ja auch die Welt. Das weißt du. Oder willst du dieses Jahr Frauen Männer, regieren die Welt? Oder willst du dieses Jahr Männerkalender haben? So. Wolli, halbe Stunde hier nichts verkauft. Ja, das ist schon eine halbe Stunde zu viel, was ich hier bin. Ne? Die Bilanz spricht nicht für mich. Da muss es besser werden hier. Das muss wieder dahin gehen, was kostet die Welt? Wolle, komm her, was kostet die Welt? So. Ne? Gekotzt. Gerade waren wir da noch so eng beieinander. So. Nee, das warst du mit Ron, dafür siehst also, du nicht. Ja, das war Ron, richtig. Also ist heute nichts mit Geschäfte. Doch, doch, jetzt hör doch mal auf. Ich muss Geschäfte machen, ich muss Geld verdienen. Ich mache auch noch meinen Job hier, oder was meinst du? Aber Ron hat doch gleich einen wichtigen Termin, der fährt jetzt eh weg. Kann ich immer zu Leuten hinfahren, wie Ron, und der sagt, hey, Braunex, ja, da kann ich nicht von leben, von Braunex. Da muss was kommen. Aber Ron, der bestellt. Wie du sagst, der bestellt ja immer nur, wenn die Kamera aus ja, ist, ne? Ja, macht er auch. Erst macht er einen auf dicke Hose hier und alles scheiße, alles Mist. Und gleich, wenn die Kamera aus ist, dann, Wolle, schreibe auf. Und wenn er dann nichts sagt, dann schraube ich auch auf. Dann mache ich das trotzdem. Was? Jetzt wird gar nicht mehr gefilmt, es geht ihm in den Arsch, aber jetzt kommt der wichtigste Mensch in unserem Leben hier gleich wieder. Der wichtigste, das bin ich doch. Nee, das machst du aber gerade. Ach so. Ja, ich bin der zweitwichtigste, da hast du recht. Ja, Wolle. Wieder mal ein Video ohne Verkauf. Ja, zieht sich langsam wieder runter. Nee, muss ich ehrlich sagen, die Videos werden jetzt für die Zukunft, wird das eingestampft. Ron ist nicht mehr heiß, nicht mehr willig, weißt du? Der muss mitspielen. Bei dir, Ron muss bei mitspielen. Dir, Ron bei muss dir. Mitspielen. Das ist das Problem. Ne? Ron, der muss mitspielen. Ja, wir müssen uns aneinander aufreiben. Ja, dann macht das Spaß und dann gucken die Zuschauer das auch gerne. Aber doch nicht, weil ich brauche nichts. Das ist, guck mal an hier, nur schöne Sachen hier. Top, alles von für hier. Guck mal an, oh, was geile Sachen hier. Wolli, wir sehen uns das nächste Mal, wenn du kommst und dann verkaufst du ganz bestimmt super. Was. Doch, nächstes Jahr, neues Jahr, neues Glück. Du wirst so ein Sehen. Jetzt hört doch mal auf, Mensch. Ich mach doch nur meine Arbeit hier, Mensch. Verdammt nochmal. Ja? In meinem nächsten Leben, da werde ich kein Fachberater im Außendienst. Sondern Trockenbau? Nee, Trockenbau auch nicht. Ist ja noch schlechter. Komme ich auch von Regen in die Traube. So, ne? Irgendwas anderes. Esserei und so, das läuft doch immer. Esserei. Schöner Currywurst oder Currywurstbesitzer. Pommes mit Schnitzeln und so. Oder ich steige in das Kuchengewerbe ein. So, Sandra will ja auch ins Kuchengewerbe einsteigen. Ich glaube, da gehe ich auch rein. Zu Torten und so. Tortenwolli. Ja, Tortenwolli. Schönen Pflaumenkuchen. oder ich mache auch gerne Apfelkuchen. Und was gibt es da noch? Was machst du denn gerne, Ricke? Aber ich mache auch Apfelkuchen gerne. Ja? Mhm. Oder machst du so ein Törtchen auch so? Ja, ein Törtchen mache ich. Schwarzwälder Kirschtorte oder machst du das auch gerne? Ja, aber nicht zu viel. Ein Stück kann ich davon essen, das ist mir zu viel sagen. Aber du hast heute nichts verkauft, Wolli. Doch, das kommt noch. Nee, das ist jetzt, der Zug ist abgefahren. Der Akku ist gleich leer, Kamera geht aus und dann, bumm, zack, laufen die Geschäfte wieder. Die laufen heute nicht mehr, die Geschäfte. Die sind vorbei. Tschüss, Wolli. Tschüss. Wir sehen uns nächstes Mal wieder und dann schreibst du garantiert einen Auftrag. 100%. Da baue ich drauf. Ansonsten kann ich bald Flaschen sammeln gehen. Oder Bürgergeld. Ist ja auch nicht schlecht. Wie man es nimmt. Ja. Hau rein, Wolli. Hab einen schönen Tag. Grüß zu Hause. Tschö.